Nächster Halt wird präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region.2020 hätte man in Neumarkt Jubiläum feiern wollen, und zwar 900 Jahre Wolfstein. Herr Wittmann von den Wolfstein-Freunden, welche Dokumente deuten denn auf dieses Alter hin? Es gibt ursprünglich ein Dokument aus dem Jahr 1120, das auf einen gewissen Ulrich von Stein hinweist, der bei einer Beurkundung genannt wurde. Inwieweit dieses Dokument jetzt exakt den Wolfstein betrifft, lassen wir momentan noch mal dahingestellt. Bei jeder Überarbeitung unserer Unterlagen, die wir haben, tauchen im Laufe der Zeit immer wieder neue Erkenntnisse auf. Nun ist ja der Wolfstein heutzutage ein beliebtes Ausflugsziel. Wie haben denn die Wolfstein-Freunde dazu beigetragen? Gut, die Wolfstein-Freunde sind ein Verein, der im Jahr 1985 gegründet wurde und seit 1997 die Ausgrabungen auf der Burgruine Wolfstein vorangetrieben hat, in Verbindung und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachstellen und auch der Denkmalpflege in Regensburg, haben neben den archäologischen Erkenntnissen natürlich auch sehr viel Archivarbeit in verschiedenen Staatsarchiven geleistet über unseren Historiker. Und wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir uns in diesem Sinne um die Burgruine kümmern und eigentlich dafür sorgen, dass das auch weiterhin Neumarkts Touristenattraktion Nummer 1 ist. Wann bzw. wodurch wurde denn eigentlich der Wolfstein zur Ruine, wie wir sie heute kennen? Anfang des 17. Jahrhunderts, 1607, gab man die Burg auf. War nicht mehr notwendig, die Kosten waren zu hoch für die Instandsetzung und man gab die Burg zum Abbruch frei. Die Steine konnten von jedem verwendet werden, sowohl von Bauern, die in der Umgebung ihre Höfe bauten, als auch in der Stadt herunten. Also Teile des Schlosses in Neumarkt wurden mit Steinen vom Wolfstein gebaut. Am 18. Juni wollen die Wolfstein-Freunde ein neues Buch herausbringen zu diesem Thema. Um was genau geht's denn? Wir werden dieses Jahr ein Buch über die Wappen- und Turniergeschichte der Wolfsteiner veröffentlichen. 18.06. ist der offizielle Vorstellungstermin mit unserem Oberbürgermeister. Und ab diesem Zeitpunkt wird es dann bei uns erhältlich sein. 2021 soll dann das Jubiläum, das eigentlich für 2020 angedacht war, in gewisser Weise nachgeholt werden. Wir möchten das natürlich nicht ersatzlos ausfallen lassen, sondern zumindest das Burgfest nächstes Jahr nachholen. Unter der Voraussetzung, dass nicht wieder irgendwelche Probleme vorab abtreten. Aber der Gedanke dazu ist auf jeden Fall da, der Wunsch dazu auch. Wir drücken die Daumen. Herzlichen Dank, Herr Wittmann von den Wolfstein-Freunden. Und ich sehe gerade, da kommt mein Bus, da muss ich jetzt einsteigen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Badura. Nächster Halt wurde präsentiert von Ihren Stadtwerken Neumarkt, der Energiedienstleister für Stadt und Region.